Was ist bei Rizin los? Gibt es die Firma überhaupt noch? Ich war oben im 9. Stock am Kurfürstendamm und habe geschaut. Wenn Sie wissen wollen, was ich gesehen habe, schauen Sie sich den Film an, lesen Sie den Bericht. Hallo, ich bin Annegan Wald, Jochen Dresch aus Berlin. Und ich berichte aus Berlin. Und zwar über die Offizien, die ist ja nur schwer auffindbar. Da gibt es die Offizien, die sich angeblich am Kurfürstendamm befindet, in einem Hochhaus im 9. Stock. Bin mal hochgefahren, habe es angeguckt und es sieht aus, als sei es eine reine Briefkastenfirma, zusammen mit einer ganzen Latte anderer Firmen, aufgelistet, einfach auf Papier, ganz informell. Steht der Name dann da? Da fragt man sich natürlich, was ist damit gemeint und was sollen wir davon erwarten? Ich habe meine Bedenken, wir verfolgen die Offizien auf all den Schienen, wir gucken, wo das Geld geblieben ist und wer gegebenenfalls haften wird. Wir sehen Prospektöffnungsansprüche. Also, es gibt schon Möglichkeiten, die Sie nutzen sollten. Ich glaube, das Geschäft, das wird nicht vernünftig enden. Wenn Sie dazu Fragen haben, Sie können sich gerne bei mir melden unter der Berliner Telefonnummer 030 885 9770 oder Sie können den Fragebogen ausfüllen, den Sie unten auf der Seite finden. Danke sehr.